Diese vier Kandidaten sind heute noch einmal zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei wird ihnen ein Mann gnadenlos im Weg stehen, der Jäger. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt, Gejagt. Das sind unsere vier heute. Aber was für welche, die alle der Meinung sind, schon wieder einen Jäger besiegen zu können. Warum, verraten Sie ihn selbst? Hallo Jäger, mein Name ist Thorsten Zirkel. Beim Quiz Olymp haben wir dich geschlagen. Und wir würden uns natürlich freuen, dich auch heute hier in deinem Wohnzimmer alt aussehen zu lassen. Ich bin Eckhard Freise. Was tun, spricht Zeus. Die Jäger sind betroffen. Vorhang auf, Olymp gut drauf und alle Fragen offen. Mein Name ist Marie-Louise Fink. Ich kann quizzen, tackeln und klagen. Mal sehen, was mich heute am weitesten bringt. Und ich bin Thomas Hermanns und ich bin der Cheerleader heute der Olympioniken und stolz darauf. Oha, das Team vom Quiz Olymp plus Thomas Hermanns, das ist eine geballte Power. Das sind die vier, die heute Abend meinen, den Jäger besiegen zu können. Erneut, wie wir gehört haben, es läuft alles wie immer. Alle kommt ihr zu mir, werdet in einer Schnellraterunde möglichst viel Geld für die Teamkasse einsammeln, um dann jeweils nochmal ins Duell, mal sehen, mit welchem Jäger zu gehen. Wer gewinnt es im Finale, wer verliert, muss nach Hause, dann könnt ihr auf euren Olymp zurück. Und beginnen wird heute Abend Thorsten Zirk. So, Thorsten, herzlich willkommen hier bei uns. Sehr schön, dass wir so ökumenischen Quizabend hier nochmal feiern gemeinsam. So kann man es nennen, ja. Erzähl nochmal die Ausgangssituation. So wie es mir gesagt wurde, und ich habe es ja auch von den Jägern gehört, gab es eine Schmach beim Quiz-Duell Olymp. Schmach, nein, es war ein Duell auf Augenhöhe, wo dann Nuancen entschieden haben. Da waren wir vom Olymp siegreich. Genau, gegen Jacobi und gegen Jacobi und Kinne. Mhm. Okay. Und jetzt ist das hier die Revanche, die sich auch anbietet, denke ich mal. Euer Wunsch oder deren Wunsch? Ich glaube, das war Wunsch der Allgemeinheit. Wunsch Deutschlands. So in der Art, genau. Kommen wir mal gucken, was du hier gleich mitnimmst. 60 Sekunden für dich, Thorsten. Und deine Zeit startet jetzt. Auf welcher Spitze befindet sich Deutschlands höchste Wetterstation? Zugspitze. Welche Insel liegt nördlicher, Samos oder Rhodos? Rhodos. Samos. Was ist in Bezug auf die Korngröße die kleinste Getreideart der Welt? Weizen. Teff. Welche Partei trifft sich alljährlich im Januar beim sogenannten Dreikönigstreffen? Für welche See plant der Bundesverband der deutschen Industrie einen Weltraumbahnhof? See. Nordsee. Mhm. Mit welcher Titelfigur singt Zerlina in einer Mozart-Oper das Duett Lacci Darem Lamanu? Cosi von Don Giovanni. Wie viele Künstler und Publizisten versichern sich über die Künstlersozial? Kasse. Sieht ein Radfahrer bei der Tour die Flamme Rouge? Sind es von dort noch wie viele Meter bis ins 1000 Ziel? 1000 Meter. In welcher Fernsehsoap spielte André Dietz 14 Jahre lang die Rolle des Ingo Zadek? Sturm der Liebe. Alles, was zählt. Was gilt an der Mosel als die Königin der Weißweinreben? Riesling. Der 4,80 Meter hohe siebenarmige Leuchter gehört zu den wertvollsten Ausstellungsstücken welches Doms in Niedersachsen? Hildesheimer Dom. Braunschweiger. Welchen künstlerischen Vornamen gab sich der österreichische Maler Hundertwasser? Friedensreich. Wer gehörte zu den erfolgreichsten deutschen Popstars der 80er Jahre dank Hits wie Maria Magdalena, Sandra in the Middle? Ja, das wäre was für dich auch gewesen, ja, Thomas. Da ja. 3.500 Euro hast du gemacht. Schöner Auftakt. Waren ein, zwei längere dabei, sonst hättest du natürlich 5.000. Ein, zwei daneben gelegen, ja. Na ja, gut, aber kommen ja noch ein paar Chancen heute. So ist es. Und jetzt bin ich mal gespannt, auch welche Taktik ihr da angeht. Eigentlich müsst ihr ja, weil ihr so schlau seid, alle zocken. Thomas Hermanns, weißt du, ne? 60.000 Euro damals im 1:1 nach Hause gebracht. Ne? Das ist auch innerhalb unserer Strategie. Ganz verstehe. Absolut. Verstehe. Deshalb bin ich hier. So, jetzt wollen wir mal schauen, wen ich für euch heute Abend im Angebot habe. Drei stehen wie immer zur Auswahl. Ist es der Bibliothekar Klaus Otto Nagorsnik, weil er als Kind so viel wusste, musste er immer an die Tafel. Und deswegen heißt es heute wie Kreidezeit. Oder ist es der Quizgott Sebastian Jacobi? Er sagt, er wäre gar nicht allwissend, doch was er nicht weiß, ist auch noch gar nicht erforscht. Dann hätte ich noch den Besserwisser, Sebastian Klussmann. Auch er sagt, er weiß nicht alles, aber er weiß halt alles besser als seine Gegner. Wen hättest du von den dreien denn jetzt am liebsten? Also im Sinne der Revanche muss ich jetzt ja sagen, dass es der Quizgott sein könnte. Sein Jacobi. Müsste. Ja. Ich bin sehr gespannt. Hier kommt der Jäger. Ja, ja, okay. Jetzt haben wir es. Oh. Dann soll es so sein. Letzter Abend heute. Herr Jakob, ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Das soll so sein. Ja, guten Abend, Herr Bommes. Und hallo, Thorsten. Hallo, Sebastian. Lange nicht mehr gesehen. Aber sehr lange, wiedererkannt. Ja. Gleich wiedererkannt. Und die Revanche naht jetzt tatsächlich. Ich bin schon ganz heiß. So, und warum haben Sie denn da verloren? Tja, das
frage ich mich bis heute. Es könnte an der Qualität der Gegner gelegen haben. Okay, naja gut, dann wollen wir mal schauen, was da hier heute passiert. Sie verteidigen ja quasi auch so ein bisschen Hausrecht. Hier ist ja auch so ein bisschen gefragt, gejagt gegen Quizduell heute dann, ne? Ja, ich möchte gar nicht so tief einsteigen. Ich möchte jetzt einfach Spaß an der Sendung haben und gleichzeitig den Kampf aufnehmen. Dann machen Sie doch mal ein spaßiges so erstes Gebot. Ja. Thorsten Zirkel, hochdekoriert im deutschen und internationalen Quiz. Auf der unteren Stufe, da würden dem Thorsten noch 1.000 Euro verbleiben. Ja, das wäre lustig, wenn einer von euch die untere Stufe nimmt heute. So, was gibt's denn nach oben? Das ist heute wichtig. Nach oben? Ja, wir fangen etwas konservativer an. Ich weiß ja noch nicht so ganz, was sich hier entwickelt. Also biete ich oben 10.000 Euro. Haben wir nicht noch Geld übrig von den letzten Wochen oder so, dass wir alles heute noch mal raushauen können. Ich dachte auch, Sie hätten Ihr Erspartes eingesetzt, aber... Edgar! Portemonnaie war wo ist mein Scheckbuch? Was nimmst du denn, Thorsten? Nein, ich sage mal, um dem Team Sicherheit zu geben, och, bitte. Versuchen Sicherheit zu geben, werde ich bei den 3,5 bleiben. Naja, gut. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das, damit wir dich gleich schön ins Finale kriegen. Ich bin irgendwie, ich merke das gerade, ich bin so ein bisschen im Gewissenskonflikt heute Abend. Einerseits, Herr Jacobi, ich habe mich Ihnen noch nie so nahe gefühlt, weil es ist ja so ein bisschen wir gegen die. Aber ich war nie wir. Ich war immer hier wir. Was mache ich denn jetzt? Normal ist Ihr Gewissenskonflikt ja eigentlich nur singen oder nicht singen. Heute geht es um die Partei. Da habe ich ja schon gesagt, da fang ich nächstes Jahr wieder mit an. Also, fangen Sie wieder mit an, dann muss ich mir die Verhandlung gut überlegen für die nächste Show. Wenn es um Singen oder Nicht-Singen geht, verläuft dann hier die Grenze. Die Jagd beginnt. Sehr gut. So, Thorsten Zirkel gegen Sebastian Jacobi. Das ist wirklich wie Liverpool gegen Real Madrid. Und wir starten mit dieser Frage. Wer kam am 300. Todestag von Galileo Galilei zur Welt und starb am 139. Geburtstag von Albert Einstein? Stephen Hawking, Paul Bocuse oder Jopi Heesters? Was hast du genommen, Thorsten? So schnell bin ich jetzt mit dem Rechnen nicht klargekommen. Weil Galileo, also der Mensch muss früh geboren sein. Und ich bin bei Jopi Heesters gelandet. Ist schwer hierbei gefragt, ja. Jörg, ne? Ja. Was ist die richtige Antwort? Stephen Hawking, was sagt der Jäger? 1-0. Ich habe tatsächlich das Rechnen direkt aufgegeben und dachte mir, jetzt stehen zwei Wissenschaftler da, dann wird auch die dritte Person ein Wissenschaftler und kein Schauspieler, Sänger etc. sein. Ja, wenn Sie wüssten, wann ich das Rechnen aufgegeben habe, Herr Jacobi. In der vierten Klasse? Ja. Und hier kommt die nächste Frage. Das Wappen welches Landes flankieren ein Löwe und ein Einhorn? A. Rumänien, Norwegen oder Großbritannien? Das ist mal was Leichtes zwischendurch wahrscheinlich für euch. Was hast du genommen? Ich hoffe, da das Ein- und das Nationaltier Schottlands ist, habe ich mich jetzt für Großbritannien entschieden. Und was ist die richtige Antwort? Die Three Lions. Ja, was sagt der Jäger? Erster Schritt für Thorsten. Gut. Ja, top Erklärung natürlich mit Schottland, mit dem Einhorn. Wahrscheinlich ist auch noch der Hosenbandorden irgendwo zu sehen. Nächste Frage kommt direkt hinterher. Womit ist Zelluloid chemisch betrachtet verwandt? A. Dynamit, B. Arsen oder C. Silber? Zelluloid chemisch betrachtet. Da kommen wir jetzt so langsam in meine Wissensgebiete. Was hast du genommen? Zelluloid ist ja eine irgendwie zusammen, das ist kein Element. Also Tischtennisball, ne? Habe ich mich für das Dynamit entschieden, weil Zelluloid ja auch sehr leicht brennbar ist. Wenn der Timo Boll da schmettert, dann passt das. Was ist die richtige ich Antwort? Ich bin eher auf der Ovtcharov-Seite, naja. Aber auch der hat eine dynamitöse Vorhand. Sehr gut, Thorsten. Nächster Schritt, damit das gar nicht zu eng wird hier. Was sagt Herr Jacobi? Okay. Ja, die Brennbarkeit war auch mein Argument und ist auch sehr gefährlich, große Lager mit Filmen mit Zelluloid anzulegen. Dann machen wir weiter. Drei brauchst du noch. Und hier kommt die nächste Frage. Welches Land hat eine Küste am Kaspischen Meer? A. Usbekistan, B. Turkmenistan oder C. Kirgisistan? Was hast du genommen? Das müsste Turkmenistan sein. Kirgisistan liegt zu weit östlich, das Ganze schon an China. Und Usbekistan liegt mittendrin, hat überhaupt keine Land. Hat überhaupt keine Küste an irgendeinem Gewässer. Okay, was ist die richtige Antwort? Top erklärt. Also ich würde es glauben und es ist auch absolut richtig. Was sagt der Jäger? Zwei noch für dich, Thorsten. Dann hast du es.
Jawohl. Ich setze noch einen drauf, Hauptstadt Aschgabat. Und der Diktator hat natürlich auch eine große Vorliebe für weiße Thomas, das habe ich, befürchtet. Die haben wir schon in der Schule das immer gehabt. Das habe ich befürchtet. Aber ich finde diese Offenheit super. Ich setze noch einen drauf. Ja, ja. Normal redet er einfach noch einen drauf. Aber nochmal. Nein, aber Sie haben ja vorher gesagt, ich vertrete, und dann kommt, hier, nein. Ne? Ich vertrete hier alle Jäger. Also muss ich den Besserwisser ja auch vertreten. Das seine Art ja auch vorstellen. Das stimmt. Hier kommt die nächste Frage. Toll, was ihr wisst, Freunde. Welche dieser Sprachen, apropos, wird nicht kyrillisch geschrieben? A. Mazedonisch, Bulgarisch oder Ungarisch? Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich wahrscheinlich ins Unermessliche. Was hast du genommen, Thorsten? Also Bulgarisch ist auf jeden Fall kyrillisch. Aha. Ich bin jetzt beim Ungarischen. Weil das Ungarische... Wärst du? Wenn man sowas sieht wie Pesch. Ich denke ja oft an Pirosch. Oder auch bei dieser Frage. Was ist ich Ihnen mal gesagt. Was ist die richtige Antwort? Gut, sehr schön. So, jetzt haben wir dich auf der Matchballstufe. Eckart macht sich schon so halb bereit da hinten. Was sagt der Jäger? Und jetzt gehen wir ohne weitere Erklärung. Wollte ja gar nichts sagen. Auf die hoffentlich letzte Frage. Ich habe sowieso noch mal ruhig sein sollen. Wie viele der 12 Führungspositionen im engeren Kreis des altgriechischen Götter-Olymps sind mit Frauen besetzt? 4, 5 oder 6? Gab es damals in den Stellenbeschreibungen auch Gleichberechtigung? MWD schon? Oder was hast du genommen? Also ich habe jetzt einfach unter Druck gesetzt, habe mal die 5 genommen. Also bevor man anfängt durchzuzählen, Hestia, Hera, Athene. Hera Lind, Thomas? Ja, genau, eine berühmte Göttin der Literatur. Ja. Was ist die richtige Antwort? 5 Frauen fürs Finale? Schöner Sendungstitel eigentlich. Hm? 3 Engel für Charlie und 5 Frauen fürs Finale. Nein, es sind 6. Es gab eben doch schon eine antike Quotenregelung. Ne? Was sagt der Jäger? So, jetzt ist er da, Thorsten. Es geht um alles mit dieser Frage. Welches Land soll zukünftig... Aotearoa, Land der langen weißen Wolke, heißen, wenn es nach den Ureinwohnern geht? Australien, Neuseeland oder Papua-Neuguinea? Land der langen weißen Wolke. Das kenne ich noch als Old Shurhead. Das ist das Land, was zuletzt auch versucht hat, eine neue Nationalflagge zu bekommen. Neuseeland. Über Volksabstimmung. Das ist dann ja auf den letzten Metern gescheitert, dass sie das geändert haben, weil es keine Mehrheit für den Silberfang gab. Aber wenn er dir schon in deine Erklärung reinredet, damit er auch mit zu Wort kommt, hat er es auch und du bist richtig. Was ist die... Wissen Sie was? Ich fokussiere mich jetzt auf das Nächste. Neuseeland hast du genommen? Neuseeland habe ich genommen. Und Neuseeland ist richtig. Dann haben wir... Jawohl, das erste Finale. Thorsten Zirkel ist durch. Spannend war's. Eckart, komm. Super. So, Eckart, ich bin sehr erleichtert, dass wir hier euren Kapitän durchbekommen haben. Ja. Oh, ganz schön spannend, ne? Ja. Jetzt gehe ich aufs Ganze. Ne? Ja? Ja, schauen wir mal. Du gehst gleich aufs Ganze? Ja, mit Sicherheit. Wollen wir loslegen? Eine Minute auch für dich, gib mir viele richtige. Ja. Und dann machen wir alles Schritt für Schritt. Die Zeit für dich startet jetzt. In welchem Tatort spielt Christine Urspruch, die Rechtsmedizinerin Silke Haller? Im Münster-Tatort. Nach Angela Merkel wird die wievielte Person in das Amt des Bundeskanzlers gewählt? Die 7. 9. In welcher Leichtathletikdisziplin verbesserte Jelena Isinbajeva im Freien und in der Halle über 30 Mal den Weltrekord? Stabhochsprung. Niklas Castello ist seit September 20 der neue Ehemann welcher ehemaligen Spielergattin? Weiß ich nicht. Mais, Silvi Mais. Welcher spanische Literat ist auf den 10 und 50 Cent Münzen abgebildet? Das wusste ich mal. Weiter. Miguel de Cervantes. Bis hinter welche Stadt führt laut Text die Polonaise Blankenese? Nach Wuppertal. Ja, Nabucco-Skandalroman Lolita beginnt mit den Worten Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden. Welche Darstellerin der Agentin Emma Peel starb 2020 im Alter von 82 Jahren? Dinah Rigg. Wo wird die Nahrung zuerst verdaut, im Dünn- oder Dickdarm? Im Dünndarm. Die wievielte Republik wurde in Frankreich 1870 ausgerufen? Die erste. Die dritte. 2500. Ja. Fünf richtige. Natürlich. Du hast dich gegen Feuer der Lenden entschieden hier. Und ja, das wusste ich alles mal. Ja, komm, ist doch alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Außerdem hast du jetzt die Möglichkeit, dir eine Gewinnstufe auszusuchen. Vielleicht ja, die schauen wir mal. Ja, hier kommt der Jäger. Ja,
Ja, Jakobi, willkommen zurück. Wir, also die, führen 1-0. Das ist ärgerlich, aber es lässt sich ja daran noch etwas machen. Und schönen guten Abend, Eckhardt. Guten Abend. So, 2.500 Euro, Herr Jakobi, ist die zweite Spielsumme heute für Sie, Spielmasse. Ja. Was machen Sie? Wir steigern uns in beide Richtungen. Unten gibt es etwas weniger, Eckhardt, da bleiben Ihnen 500 Euro. Mhm. Und nach oben? Danke fürs Kompliment. Gerne. Und auf der höheren Stufe würde auch etwas mehr herausspringen, wie vorhin bei Thorsten. Da würden 14.000 Euro für Sie bereitstehen. Okay. Wie also kurz anmerken, dass es grammatikalisch besser gewesen wäre, hätten Sie gesagt, ein bisschen mehr als bei Thorsten und nicht wie bei Thorsten. Aber das ist, sind Marginalien. Was das nimmst ist du? Wirklich schockierend. Ich leiste ab, bitte. Was nimmst du denn, Eckhardt? George Bernard Shaw. Ältere Männer haben nichts mehr zu verlieren. Ah. Sind gefährlich. 14.000. Bitte? 14.000. Ja, sicher. Na klar. Dann nehmen wir das. So, so wird's nämlich gemacht. Wir zocken und die Jagd beginnt. So, Eckhardt, 6 richtige brauchst du? Machen wir. Welche Geistesgrößen waren Zeitgenossen? A. Hubble und Einstein, Voltaire und Galilei oder Kepler und Newton? Apropos ältere Männer. Wer passt zusammen? Bitte jetzt nicht über alle 6 die Biografie aus Zeitgründen. Einfach A, B oder C. Was hast du genommen? Nein, ich war bei den Herren Hubble und Einstein. Okay, A, Hubble und Einstein. Ist das die richtige Antwort? Die ist richtig und ganz wichtig bei dieser Risikovariante. Gut. Der Cheerleader ist auch ein toller Cheerleader übrigens. Er macht nichts. Ich hab mehr Applaus. Ja. Bravo! Juhu! Ja, da kenne ich ganz andere Cheerleader. Ja, ich befürchte, bei dieser Frage brauchen Sie gar keinen Cheerleader. Da bin quasi ich jetzt der Cheerleader. Er ist falsch. Ja. Er ist motivieren falsch. Sie mich doch was mal. Was sagt der Jäger? Sie jetzt, der ja. Guck mal, sind wir bei der Ausgangsposition hier mit 14.000. Ich hätte Edwin Hubble jetzt etwas früher eingeschätzt, aber offensichtlich war ich falsch. Sie etwa 20 bis 30 Jahre. Also, ah ja, sehr schön. Hier kommt die nächste Frage. Was ist Superstar Billie Eilish, einem ihrer weiteren Vornamen zufolge? A. Fee, B. Piratin oder C. Meerjungfrau? Haben wir in den letzten Monaten häufig mal drüber gesprochen. Ist ja gar nicht meins, Billie Eilish. Das ist so Rumheulmusik. So ist und Ihnen so. Etwas zu melancholisch, glaube ich. Ja. Wobei, also ich könnte mir Sie da gut vorstellen in der Entourage von ihr. Nee, ich mich gar nicht. Was hast du genommen? Ich kennst du Billie Eilish? Fee genommen, ich wusste es nicht. Ja. Ich habe an Morgana gedacht, könnte sein. Was ist die richtige Antwort? Billie Pirate Eilish, was sagt der Jäger? Oder heißt sie Caribbean? Nein, sie heißt Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Das ist stark. Also O'Connell ist der eigentliche Nachname, auch durch den Bruder bekannt, der sie auch... Phineas. Den haben sie sich verdient, den Punkt, Herr Jakobi. Hier bedankt, kommt die nächste bedankt. Frage. Wer ist wie ihre Mutter mit einem berühmten Torwart liiert? A. Isabel Goulart, B. Nina Weiss oder C. Sophia Tomalla? Also das ist eine schöne Frage. Muss man einmal querdenken. Wie ihre Mutter? Wen hast du genommen? Die Mutter war mit einem Handballer. Ist hoffentlich noch. Jo, ich weiß es nicht. Ja, das weiß man bei denen. Glaube ich, ja. Und die Tochter ist meines Wissens mit dem Torwart von Union Berlin. Hoffentlich auch noch, wissen wir nicht. Aber Karius. Müsste ja dann eigentlich. Loris Karius. Genau. Ja. So, und dann kenn ich. Verlässt es mich schon. Ist es Sophia Tomalla? Das müsste eigentlich sein. Hast du genommen auf jeden Fall? Was ist richtig? Sehr gut. Prima. Zweiter Schritt für dich. Was sagt der Jäger? Jawohl. Und es geht direkt weiter. 4 noch benötigt. Ein Feld. Patzer frei. In welchem antiken Reich trug der mythische Begründer den gleichen Namen wie der letzte Herrscher? Persien, Rom oder Ägypten? Sag's mir, Eckhardt. Romulus Augustulus, der Hühnerzüchter, laut Dürrenmatt. Rom? Bravo, sehr schön. Nächster Schritt, was sagt der Jäger? Ja, wie Eckhardt richtig sagte, der Herr im 5. Jahrhundert, das Kind eher, das dann nochmal über Rom geherrscht hat. Oder Augustulus, pro forma der kleine herrschte. Augustus. Ja, Dürrenmatt hat darüber eine Komödie geschrieben. Nicht? Dann treffen sich Odoaker und Romulus und tauschen sich aus über die Hühnerzucht. Genau mein Humor.
Genau mein Humor. Lese ich auch, immer, was wenn Sie zu Hause haben. Sie wenn, haben ich, wenn ich Billie Eilish höre, lese ich dann immer als Ausgleich ein bisschen Dürrenmatt über Augustulus. Er hat wieder gekräht, Eckart. Hier kommt die nächste Frage. Ich erkläre gleich vorher Kiel. Wem drohte laut einer bis 1951 gültigen Verordnung auf Bundesebene wegen einer Heirat die Entlassung? A. Polizistinnen, Sekretärinnen oder Lehrerinnen? Bis 1951 gültig. Was hast du genommen? Lehrerin. Was ist die richtige Antwort? Lehrerin. Lehrerin, na, es läuft doch alles gut. 14.000 Euro sind auf dem Wege. Was sagt Herr Jacobi? Ja, und natürlich auch immer mit Fräulein dann angesprochen. Natürlich, ja. Fräulein. So, zwei noch. Welcher dieser drei Filmstars könnte nach geltendem Recht US-Präsident werden? A. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone oder Kiefer Sutherland? Naja, das kann ja nur Stallone sein, oder? Das kann nur Stallone sein. Schwarzenegger ist in Graz geboren, ist also Österreicher, kann also deswegen nicht. Und Kiefer Sutherland ist meines Wissens Kanadier. Was sagt denn das System? Natürlich, der ist US-Amerikaner. Sylvester Stallone, was sagt Herr Jacobi? Sagt er auch. Was kommt denn als Matchball-Frage jetzt für Eckart? Welches Schloss ist das einzige, das König Ludwig II. Von Bayern vollenden konnte? Linderhof, Herrenchiemsee oder Falkenstein? Falkenstein spiele ich gerne Golf, aber das ist nicht von Ludwig. Was hast du genommen? Ich habe Linderhof genommen. Der Linderhof. Ist das richtig? Na bitte, 14.000 Euro. Marie-Louise, jetzt Kiel und Kiel. Ich freue mich. Komm. Gut gemacht. Sehr gut. So, meine Liebe. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Ja. Wir zwei Kieler spielen jetzt hier. Ja. Ich habe ja mal ein besonderes beschützendes Auge und eine beschützende Hand über Kieler Kandidaten. Dementsprechend kann dir gar nichts passieren. Und zwei Juristen, ne? Ja, gut, du bist die Richtige, ne? Also du machst weiter nach dem ersten, ne? Oder hast du schon dein zweites Examen? Genau, ich habe gerade die Klausuren zum zweiten Examen geschrieben und bin dann hoffentlich bald fertig. Komm, eine Minute für dich, Marie-Louise. Die Zeit startet jetzt. Wie lautet der Originaltitel von Bizets Oper Carmen? Weiter. Carmen, wie alt wurde der Fußballkaiser Beckenbauer im September 2020? 70. 75. Welches Land ist weltweit Hauptproduzent von Kichererbsen? Weiter. Indien, was dem New Yorker sein Pancake, ist dem Amsterdamer sein? Pannekuchen. Hm, mit wie vielen F schreibt man das Wort Schifffahrtskauffrau? 4. 5. In welcher westdeutschen Großstadt gründete sich 1950 der Zentralrat der Juden? Düsseldorf. Frankfurt am Main, der Song Ace of Spades war das Markenzeichen welcher britischen Heavy-Rock-Band? Mötley Crüe. Motorhead. Aus welchem Land stammte der Designer Terence Conran? England. In welchem Jahrzehnt wurde die Quadrophonie der breiten Öffentlichkeit vorgestellt? Im 20. 70er. Das früher in Deutschland bekannte Comic-Duo Sigi und Barbaras kennen die Franzosen als? Weiter. Asterix und Obelix. Welches US-Drama mit Frances McDormand hat 2020 den Goldenen Löwen des Filmfestivals Venedig? Nomadland. Welche Insel liegt westlicher? Kreta oder Korfu? Kreta. Korfu. Wofür steht das I in IQ? Intelligenz. Ja, das war mit einer halben Silbe angerissen, aber 1.000 Euro, alles in Ordnung. Es ist schwer, aber es ist euch angemessen schwer. Dann bleibt man draußen, ne? Warst du draußen? Ja, ich war draußen, ja. Aber ist doch egal, weil auch du kriegst ein hohes Angebot, wenn du magst. Hier kommt der Jäger. Ja, so. So, Herr Jacobi, jetzt geht's weiter. Ja, zu sehr zwei. Erfreulich. Jetzt kommt der weibliche Part in dieser Runde. Marie-Louise ist nicht so ganz zufrieden mit ihrer Runde, das kann ich auch verstehen. 1.000 Euro sind es geworden und ich bin gespannt, wie sie es jetzt halten hier. Ich steigere mich erneut in beide Richtungen. Nach unten wird es also weniger. Es bleiben, Marie-Louise, 250 Euro. Wir sind noch im Plus, okay. Ja, deutlich im Plus, würde ich sagen. Und nach oben würde ich jetzt 15.000 Euro ansetzen. Also ich glaube, so richtig gut in Form bin ich heute nicht. Aber kannst du ja 150 kommen Euro jetzt. Sind jetzt auch nicht so viel weniger. Was sagt ihr? Bleiben? Runter? Je nach deinem hoch. Gefühl. Ach, die Tiere auf der Kleidung sprechen doch für eine starke Leistung. Bleibe ich bei 1.000. Hoch willst du nicht? Ich frage noch einmal mein Team. Was sagt ihr, Thorsten? Ich glaube, da hast du ein gutes Gefühl mit. Ja. So wie ich dich gerade sehe. Dann bleibe ich bei 1.000. Dann nehmen wir die 1.000. So machen wir das. Dann spielen wir um die. Und die Jagd beginnt.
So, Marie-Louise, auf geht's. Erste Frage kommt. Der Berggeist Rübezahl erscheint in den Sagen häufig als A. Bettler, Koch oder Mönch. Oh, jetzt gehe ich gerade so alles nochmal durch, was wir... Die heimischen Sagen des Riesengebirges gehen Sie eben... Nein, alles, was wir so früher vorgelesen bekommen haben oder selbst schon vorgelesen haben. Was hast du genommen? Ich habe den Mönch genommen, war mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht auch der Bettler war, aber meine erste Intuition sagte Mönch. Ja, ich glaube, ich hätte deine zweite eher gehabt. Was ist die richtige Antwort? Gut, dass deine erste richtig war. Danke. Was sagt der Jäger? Und da haben wir dieselbe Assoziation gehabt. Ja, ich habe auch Bilder, künstlerische Gemälde vor Augen, die ihn so zeigen. Wir sind doch ein Team, Herr Jacobi. Hier kommt die nächste Frage. Das vulkanisch aktive Gebiet der Phlegräischen Felder, wer kennt sie nicht, liegt nur etwa 4 Kilometer vom Zentrum welcher Stadt entfernt? Palermo, Neapel oder Pisa? Was hast du genommen? Ich habe mich für Neapel entschieden. Napoli. Pisa hast du genommen? Schade. Ist Pisa richtig, trotz Verdrückens? Nee, es wäre in der Tat Neapel gewesen. Ist nicht schlimm, du hast ja 3 freie Felder. Was sagt der Jäger? Ja, okay. Ja, ich habe jetzt hier gebetet und gebettelt gleichzeitig um die Punkte, um auf der vorigen aufzusetzen. Naja. Hier kommt die nächste Frage. Weiter geht's. Welcher Käse muss mindestens ein Jahr reifen, bevor er verkauft werden darf? A. Appenzeller, Parmesan oder Tilsiter? Mit Parmesan kann ich mich ja noch anfreunden. Den habe ich auch genommen. Den Parmesan. Ja, das andere weiß ich nicht. Was ist die richtige Antwort? Parmesan? Ja, prima. Nächster Schritt. Mari, gut. Was sagt der Jäger? Ich habe das ganze Jahr jetzt Ernährungsfragen trainiert, aber auf Käse bin ich nicht gekommen. Ich bin nur bis zum Buchstaben davor gekommen. Bis zum J. J wäre das, wie Jacobi, falls Sie noch mal suchen. So, wieder 3 Felder vor und 3 brauchst noch. Hättest du mal gezockt, mein Dern. Hier kommt die nächste Frage. Hätten Sie mal. Wer war der erste deutsche Bundeskanzler, der offiziell die Schweiz besuchte? War das Kohl, Erhard oder Brandt? Offiziell die Schweiz besucht. Wen hast du genommen? Also ich dachte, so eine Frage macht eigentlich Sinn, wenn es irgendwas ist, was absurd spät ist. Und deshalb habe ich Helmut Kohl genommen. Ist das die richtige Antwort? War das Helmut Kohl? Das ist völlig richtig. Gut. Yes. Sehr, sehr gut. Taktisch gut gedacht. Was ist die Antwort des Jägers? Ludwig Erhard. Ich war eher bei einer früheren Zeit und dachte, was ist eigentlich ein Hindernis, die Schweiz zu besuchen? So, hier kommt die nächste Frage. Die französische Abtei Citeaux ist das Mutterkloster welches Ordens? Dominikaner, Kartäuser oder Zisterzienser? Da ist er schnell. Ja, schon vom Namen habe ich mich für die Zisterzienser entschieden. Sie, wegen Citeaux. Zister, ja, das könnte passen. Was ist richtig? Und jetzt brauchst du nur noch eine. Schnell noch abgefragt, was Herr Jacobi sagt zum Mutterkloster der Zisterzienser. Ja, davon ausgehend die Reformbewegung der Kirche im Hochmittelalter. 2, 3, 4, 5 Chancen jetzt für dich ins Finale zu kommen. Oh. Mensch, aber komm, wir freuen uns einfach, wenn es gleich klappt und denken gar nicht über verpasste Gelder nach, denn Hermanns kommt noch. In welcher Stadt wurde 1516 eine Brauvorschrift für Bier ausgerufen, die heute als das Reinheitsgebot bekannt ist? Leverkusen, Wolfsburg oder Ingolstadt? Wieder ein schneller Jäger. Gut, Sie haben auch nicht mehr viel zu verlieren in diesem Duell. Das habe ich nicht mehr im Moment, nein. Was hast du genommen, Marie-Louise? Ist ja bekannt als das bayerische Reinheitsgebot, deshalb habe ich mich für Ingolstadt entschieden. Das ist ein schlauer Quergedanke an dieser Stelle. Der könnte dich mit sagenhaften 1.000 Euro ins Finale bringen. So, Kiel durch. Kiel durch, sehr gut, bravo. Und jetzt kommt Thomas Hermanns. Gut gemacht, ganz überraschend.
So, Thomas, das ist doch alles taktisch gut gespielt gewesen, ja, würde ich sagen, jetzt auch von Marie-Louise. Aber was mache ich denn hier? Was du hier machst, ja, das, was du hier immer gemacht hast. Junge. Ja, guck mal, hier spielen die auf dem Niveau mit dem Niveau. Ich fühle mich, also hier ist großes Tennis und ich habe das Gefühl, ich muss die Bälle reinschmeißen. Und wir beide. Aber mit dieser besserwisserischen Haltung, also das hätte ich ja, in der Klasse hätte ich den ja aus dem Fenster geschubst. Immer noch dazu erklärend, was keiner gefragt hat. Das ist ja furchtbar hier. Du bist ja wirklich schon ein paar Mal hier gewesen. Hattest du ihn noch nie, nee, als Gegner? Nee, ich hatte nie Herrn Klussmann zauberhaft gut angezogen. Jetzt also sowas Nerdiges hatte ich noch nicht. Herr Klussmann zauberhaft gut angezogen. Ja, zauberhaft. An dieser Stelle, ja, lassen wir, genau, mal Herrn Klussmann sein und spielen. Eine okay. Minute noch für dich. Ja. Deine Zeit, lieber Thomas, startet jetzt. Eine unwillige Bemerkung lautet, rein in die Kartoffeln, raus aus? Den Kartoffeln. Welche Rockband wurde 1970 von Rio Reiser mitgegründet? Grundsteine Scherben. Wie heißt das 2020 erschienene Trump-Buch des Watergate-Journalisten Bob Woodward? Rage. Um welche Weltreligion geht es in der deutschen Emmy-prämierten Miniserie Unorthodox? Jüdisch. Welche männlichen Geschlechtsorgane bezeichnet der Mediziner als Testis? Hoden. In welchem europäischen Staat gibt es die höchste Konzentration von Migranten? Weiter. Vatikanstadt. Welche schwedische Oscar-Preisträgerin heiratete 2017 den Schauspieler Michael Fassbender? Weiter. Alicia Vikander. Wer wurde 1987 mit seiner Debütsingle Never Gonna Give You Up auf einen Schlag berühmt? Rick Astley. Seit welchem Jahrzehnt ist Perry Rhodan Titelheld der gleichnamigen deutschen Science-Fiction-Heftigen? 60er. Welche Steuer wird in Deutschland je nach Bundesland mit 8 oder 9% der Einkommensteuer erhoben? Mehrwertsteuer. Kirchen. In welchem afrikanischen Binnenstaat lebt ein Drittel aller afrikanischen Elefanten? Weiter. Botswana. Was antwortet der Kreuzworträtselfreund auf Riesen der griechischen Sage mit 7 Buchstaben. Weiter. Titanen. Katharina Valente. Das wäre jetzt was Schönes ganz gewesen. Paris hätte noch, ja, von der Liebe geträumt. Ja. 3000, gut gemacht. Okay. Mehr Rick Astley-Fragen, besonders gegen ihn, bitte. Vielleicht kriegen wir noch ein paar. Hier kommt Rick Astley des Jägersports, Sebastian Jacobi. Herr Jacobi, wie ich gerade herausgefunden habe, ein Premierenduell zwischen Ihnen beiden. Ja, hallo Thomas. Hallo, guten sehr. Tag. Aber ich weiß ja, dass ihm in Jägerkreisen ein Ruf vorauseilt. Ja, er hat gegen Sebastian Klussmann einmal eine sehr starke letzte Runde gespielt und dann auch toll das Finale gewonnen. Und er hat mich gerade auch wunderbar charakterisiert mit, ich fand, sehr freundlichen Worten vor, ne, meinem Auftritt. Genau, also genau. Ich bin sehr motiviert. Ja, das habe ich eigentlich befürchtet. Egal, was Sie gesagt haben. Ja, habe ich befürchtet. Das dann setzen Sie doch jetzt nochmal die Reihe fort mit ein bisschen heftigeren Angeboten nach unten wie nach oben. Ich halte auf der einen Seite an meinem bisherigen Vorgehen fest, Herr Bommes, wie von Ihnen gewünscht, nämlich auf der unteren. Da wird es noch etwas weniger. Kleine Frechheit. Thomas, 100 Euro. Für 100 Euro stehe ich gar nicht aus dem Bett auf, muss ich ehrlich sagen. Auf der Risikostufe hatte ich Ähnliches vor, also eine Steigerung. Aber Marie-Louise hat es ja liegen lassen, das schöne Geld. Und deswegen noch einmal 15.000 Euro für Sie. Da hätte ich jetzt gedacht, dass Sie es noch mal etwas mehr krachen lassen am Ende des Abends. Aber gut, dann wären wir bei, ja, über 30. Er ist ohnehin ein Zocker aus dem Herzen heraus. Ich würde eigentlich schon noch gerne ein bisschen höher kommen. Und dann wäre ja, wenn ich rausfalle, spielen ja dann die gegeneinander, die auch auf einem Level sind. Und vielleicht wäre das auch okay. Deshalb, wenn es für euch okay wäre, würde ich für den guten Zweck doch mich dem Mann in den Fleischwolf werfen. Sehr gerne. Und wie er sich jetzt schon freut, komm, wir gehen auf die 15. Das finde ich gut. So machen wir das. Wir machen schnell los. Genau, die Jagd beginnt. Keine Chance. So, Thomas Hermanns gegen Sebastian Jacobi. Das letzte 1 gegen 1 startet. Eine Einheit zum Messen welches Phänomens, Thomas, wurde nach Evangelista Torricelli benannt. Eine Einheit zu messen der Wärmeausdehnung, des Luftdrucks oder der Farbverschiebung. Was hast du genommen? Farbverschiebung, ich habe keine Ahnung. Das klingt am lustigsten. Okay, ist das richtig? Es ist doch eine Einheit zu messen des Luftdrucks. Ist er jetzt gleich oben drüber hier, der Jäger? Ja, das ist das Tor. Früher italienischer Physiker, Herr Torricelli, und eben die ersten 4 Buchstaben des Nachnamens genommen. Er ist wieder sacht. Das wird meine kürzeste Runde. Ich hab's befürchtet. Warten Sie ab, jetzt kommen die Donner-Summer-Fragen. Ja, meine besondere Stärke. Bitte. Hier kommt die nächste Frage. Mit wie vielen Vokalen schreibt man den Namen der Hauptstadt von Burkina Faso? Wie auch immer er lautet. 0, 4 oder 8?
Ja. Weißt du, was der? Nein, ich bin raus. Ich denke, Null ist am lustigsten, aber lustig ist heute, glaube ich, hier nicht das Thema. Null hast du genommen? Ja. Dann ist Schluss, ne? Ja. Wie heißt die Hauptstadt, Eckart? Ouagadougou. Ist ziemlich vokalisch, oder? Ja, aber wie gesagt, damit überlasse ich das Feld denen, die es können. Und, oh, das ist doch jetzt Mist. Also jetzt, ich hatte damals, ich erinnere mich so gut an diese 60.000er-Geschichte am Samstagabend zur Primetime. Ich hatte da war aber sowas, nicht Burkina Faso und auch nicht die Frau, die irgendwas erfunden hat. Früher war mehr Rick Astley, ne? Ja, früher war mehr Rick Astley. Hätten Sie mal Kleidung getragen wie Marie-Louise mit schönen Tierchen drauf, das hätte vielleicht geklappt. Für Sie ziehe ich mich nie mehr anders an, Herr Jakob. Bitte sehr, wir treffen uns sicher wieder. Bis später. Und was sagt der Jäger? Vielen Dank, Thomas. Wir haben dich weiterhin im Herzen und du kommst bitte bald wieder, egal in welcher Konstellation. Ein Dreierfinale, die Olympioniken gegen den Quizgott. Finalzeit bei Gefragt Gejagt. Und was für ein schönes Finale das ist. Da sind sie doch wirklich, unsere drei Quiz-Olympioniken, jetzt in der Revanche gegen Sebastian Jacobi. 18.500 Euro ist eine schöne Summe. Und ihr spielt um guten Zweck. Das finde ich auch klasse. Und ich hoffe, dass ihr jetzt euch nochmal eine Riesenpunktzahl anhäuft hier in den ersten zwei Minuten des Finals. Seid ihr bereit? Guck mal, Ecki zittert schon vor Freude hier. Wer macht weiter? Marie, du nimmst die Verantwortung. Thorsten, du bist eh schnell. Dann wollen wir mal schauen, wie viel wir schaffen. Drei Punkte habt ihr vor, das wisst ihr, weil ihr zu dritt im Finale seid. Und jetzt starten eure zwei Minuten ab jetzt. It's My Life heißt ein Hit von Dr. Alban. Von wem übernahm 1999 Thabo Mbeki das Präsidentenamt von Südafrika? Nelson Mandela. Wer besiegt seinen Vater Kronos und die Titanen? Zeus. Mit welchem Konkordat endete 1122 der Investiturstreit? Das Wormser Konkordat. Wer wurde 2020 erstmals zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt? Marco Reus. Auf welchem Kontinent liegt das Anti-Atlas-Gebirge? Antarktis. Aus welchem Schiller-Drama stammt der Ausspruch, daran erkenne ich meine Pappenheimer? Wallensteins Lager. Wie heißt die allererste Verfilmung eines Stephen King-Romans? Carrie. Welcher Wochentag ist seiner Wortherkunft nach der Tag des Mondes? Montag. Über welche keltische Priesterkaste berichtet Julius Caesar in De Bello Gallico? Truden. Der Vänern ist der größte See welches Landes? Schweden. Welche japanische Tennisspielerin gewann die US Open 2020? Osaka. Der Name welches New Yorker Bezirks geht auf die niederländische Gemeinde Breukelen zurück? Brooklyn. Welche Australierin präsentierte 1987 ihr Songcover Locomotion? Kylie Minogue. Welcher Räuberhauptmann des späten 19. Jahrhunderts war als der Bergische Robin Hood bekannt? Schinderhannes. Als Mitbegründer des Periodensystems der Elemente gilt Julius? Meier. Welche Parteivorsitzende der Linken kündigte 2020 an nicht erneut? Miraculix schneidet Misteln mit welchem Werkzeug? Sichel. In welchem Jahrzehnt gründeten die Ostblockstaaten den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe? In den 50ern. Das Kirchenlied Danke für diesen guten Morgen komponierte Martin Gotthard? Weiter. Ein waghalsiges Unterfangen nennt man redensartlich auch Husaren? Ritt. In welchem großen Fluss fließt die Düssel? Den Rhein. Maurice Ernst ist der Sänger welcher Band aus Österreich? Weiter. Welcher ehemalige Fußballnationalspieler erhielt 2020 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland? Thomas Hitzelsperger. 17 Punkte habt ihr gemacht. Ich möchte euch dafür applaudieren, wenn es auch sonst keiner tut. Habt ihr gut selber gemacht, oder? Ja. Einmal wart ihr zusammen, glaube ich. Der wird wahrscheinlich abgezogen. Ja. Es ist, wie es ist. Und die 17 haben überproportional gereicht, auch in diesem Jahr. Zwei Minuten jetzt noch für Sebastian Jacobi. Und ich meine, ihr seid nicht nur beim Quizduell Olymp die Experten, sondern natürlich auch, was unsere Sendung angeht. Das ist natürlich ein Festabend für ihn. Der wird jetzt rauskommen, so heiß wie das ganze Jahr nicht wahrscheinlich, um seinen krönenden Abschluss zu bekommen. Zum letzten Mal, hier kommt der Jäger. Herr Jacobi, da klatsche ich nochmal für Sie in Vorfreude auf das, was jetzt noch kommen möge. Und jetzt haben Sie noch eine Aufgabe. Eine 17. Jetzt habe ich eine Aufgabe. Starke Gegner vom Olymp heruntergestiegen, um sich mit den Sterblichen zu messen. Und ich bin gespannt. Und ich weiß, wie Sie mich, ich kenne Sie seit 8 Jahren, Herr Jacobi, ich weiß, wie Sie mich gleich anbellen werden in diesem Finale in bester Quizgott-Manier. Vielleicht kann ich ja auch Sie nochmal überraschen, Herr Bommes. Zum letzten Mal, sind Sie bereit? Ich bin bereit, Herr Bommes. Die Jagd beginnt.
Sebastian Jacobi oben auf dem Stuhl. Der Quizgott hat 2 Minuten. Er braucht eine 17 und seine Zeit startet jetzt. It's My Life heißt ein Song von Bonn. Jovi. Yoshihide Suga wurde 2020 neuer Regierungschef welches Landes? Japan. Welche Feenkönigin ist die Gemahlin des Zwerges Titania. Oberon? Wer herrschte nach der Absetzung Napoleons II. Über Frankreich? Ludwig der 18. Wer wohnt in Bammental in der Kurpfalz und wurde 2020 zum Fußballtrainer des Jahres gewählt? Hansi Flick. Auf welchem Kontinent liegen 7 Länder am Äquator? Afrika. Welcher Brite machte eine 1960 uraufgeführte Oper aus Shakespeares Ein Sommernachtstraum? Britain. Wer führte Regie bei den Blockbustern Die Unbestechlichen und Mission Impossible? Costner. Stopp die Uhr. Erste Chance für euch drei. Er hat schon 7. 5 Sekunden. Wohlwollende. Wen? Nolan. Noch jetzt die Antwort. Nolan, aber ich weiß es. Brian De Palma? Das ist richtig. Zu spät. Ja. Zu spät. Aber das hilft keinem. Ja, ich habe nur ein paar Sekunden Zeit, wenn es dann nicht kommt. Dann was für ein Start, Herr Jacobi. 1:17 noch auf der Uhr für 10 und die Zeit startet jetzt. In welchem Monat feiern die US-Amerikaner ihren Unabhängigkeitstag? Im Juli. Die Schmiedegesellen des Hephaistos waren welche einäugigen Gestalten? Zyklopen. In welchem Land liegt der Onegasee? In Russland. Welcher Deutsche gewann die 16. Etappe der Tour de France 2020? Kemna. Wie nennt man die schmale Ostseebucht, an welcher der Hafen von Kiel liegt? Kieler Förde. Welche Sängerin räumte bei den MTV Awards 2020 gleich 5 Billie Preise Eilish. Ab? Stopp die Uhr! Jetzt brauche ich euch. 2020? 2020 vielleicht. Grande oder Gaga? Braucht jetzt die Antwort? Ariana Grande. Es ist Lady Gaga. 5 brauchen Sie noch. Die Zeit startet jetzt. Welcher griechische Philosoph bezeichnete seine Gesprächsführung als Hebammenkunst? Sokrates. Bezugspunkt bei der geografischen Höhenberechnung wurde im 17. Jahrhundert der Amsterdamer? Hegel. Welcher ehemalige Bundeswirtschaftsminister und SPD-Politiker starb 2020 im Alter von 80 Jahren? Apel. Stopp die Uhr. Clement. Jetzt. Wolfgang Clement. Das ist richtig. Wolfgang Clement. NRW-Ministerpräsident natürlich auch. Erster Rücksetzer. Ja, vielleicht noch zur richtigen Zeit. 31:04. Die Zeit startet jetzt. Wie heißt die Geliebte von Robin Hood? Maid Marian. In welchem Jahrzehnt trat in der BRD das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Kraft? 1960er. Stopp die Uhr. 70er dann. 1970er. 50er. Ist auch schon 50er. Wichtiges Ding. Oh, das war extrem wichtig. 21:03, die Zeit startet jetzt. Werther und Don Quixote heißen 2 Opern des Komponisten Jules Massenet. Stopp die Uhr. Ist Massenet. Massenet ist die richtige Antwort. Sag ich. Und jetzt sind es noch 4. Jetzt wird's spaßig, ja. Und nur noch 14. Und die Zeit startet jetzt. Was herrscht redensartig in der Kasse, wenn kein Geld mehr da ist? Ebbe. Deutschlands größter Gletscher befindet sich auf welchem Berg? Zugspitze. Mr. Vane heißt ein 90er-Hit welcher deutschen Eurodance-Band? Culture Beat. Welcher Läufer aus Uganda stellte im August 2020? Cheptegei. Ja, aber ist egal, denn ihr habt mit einem gewonnen. Meine Güte. Eieiei. Was für ein würdiges Ende. Ich bin völlig fertig. Ach, der Jules Massenet, der fehlte mir die schöne Musik. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger. Es der Jules Massenet, der die 50er Jahre Gleichberechtigung wieder wettgemacht hat, Eckart. Die liegen mir auf der Seele, das wusste ich doch früher mal. Ich gratuliere euch ganz herzlich. Sagt mir ganz schnell, für welche Zwecke euer Geld eingesetzt wird. Kinderklinik auf der Bult in Hannover. Sie freuen sich, Eckart. Ärzte ohne Grenzen. Marie-Louise. Ein Teil für Thomas und mein Teil geht an die Michael-Robert-Clark-Stiftung in Kiel für Rugby an Kieler Schulen. Prima, ihr habt euch das verdient. 18.500 an euch beim Olymp und Herr Jacobi, ein Wahnsinnsfinale, das muss man sagen. Grüße an meine Jäger und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Guten Abend, bis bald.